Jetzt versuchen Sie sich in Ihren Papa mal kurz reinzudenken und überlegen, was würde Hanno Sobeck sagen angesichts von Hertha BSC zum 125. Geburtstag im Jahr 2017. Er hätte vermutlich einen Spruch drauf, das wäre mir schon klar. Den hätte er drauf gehabt, ja. Aber ich denke, er hätte es so ähnlich nett gesagt, wie die Vorredner schon es angedeutet haben, die guten Wünsche. Also es fällt mir richtig schwer, mich in ihn hineinzuversetzen, aber ich denke schon, er hätte dem Trainer sehr viel Glück gewünscht mit seiner Mannschaft. Kann man immer gebrauchen. Ganz sicher. Ja. Wäre sehr glücklich gewesen über die Entwicklung ihrer Mannschaft, Herr Dardai. Den Spielern, auf die wäre er zugegangen, ganz sicher, hätte mit ihm diskutiert, hat er immer gerne gemacht. Und dem Vorstand weiterhin viel Glück, Erfolg und so eine gute Arbeit gewünscht, wie sie es bis jetzt in den letzten Jahren gemacht haben. Wir haben ja gerade gelernt, die Meistertitel liegen schon ein paar Wochen zurück, 30 und 31, Sie selbst sind Jahrgang 43. Wie haben Sie die Verehrung für Ihren Vater, die Berliner und Berliner ja auf eine ganz besondere Art und Weise Ihrem Daddy entgegengebracht haben, wie haben Sie die als kleiner Steppke erlebt? Eigentlich ganz normal. War normal, ne? Ganz normal. Man kannte es nicht anders. Ja, natürlich. Ich hatte einen Ball unterm Arm und immer wenn es dann um meinen Vater ging, dann bin ich ein bisschen zur Seite gegangen und habe geknödelt. Ja. Das war das eine. Vermutlich ein gutes Rezept. Ja. Aber wenn man zum Beispiel heute den Gesundbrunnen nimmt, da ist ein Platz nach Ihrem Vater benannt, das ist ja ein geschichtsträchtiger Ort und für den direkten Nachkömmlinger sicherlich immer noch was Außergewöhnliches. Also schön, dass Sie das ansprechen. In dem Fall möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken bei der ganzen Hertha-Familie, speziell bei Herrn Schipphorst und Herrn Gegenbauer und allen, die da mitgeholfen haben. Diese Einweihung jetzt, die Wiedereinweihung, ist ja die zweite, ist so großartig. Die ganze Familie hat sich gefreut und ganz besonders unser kleinster Nachwuchs da, Jonah, es schwärmt jeden Tag von diesem Ereignis. Nochmals vielen Dank. Von diesem besonderen Platz. Und dann machen wir einen großen Bogen. Großen Bogen ins Jahr 2017, weil mit Ihnen kann ich ja locker auch über Hertha der Jetztzeit sprechen. Als Mitglied des Ältestenrates sind Sie dem Verein ja auf ganz besondere Art und Weise verbunden und wohlgesonnen. Was sagen Sie selbst zur letzten Saison und viel wichtiger zur nächsten? Ich denke, Paul Dardai und seine Mannschaft wären sehr zufrieden, wenn sie anknüpfen könnten an den Leistungen der letzten Saison. Gehen wir mal ein bisschen davon aus, dass die Rückrunde vielleicht ein bisschen besser werden könnte. Damit ist ja alles gesagt. Ja, damit ist alles gesagt, denke ich schon. Na, wir rechnen im Kopf jetzt schon. Der Berliner rechnet ja sehr schnell im Kopf die Punkte zusammen, die noch kommen könnten. Nun freuen wir uns erstmal über dieses Fest und danken Ihnen sehr herzlich, Herr Sobeck, dass Sie kurz zu uns auf die Bühne gekommen sind und sehr gern. Sehr schön, dass wir diesen Namen haben leben und aufleben lassen zum 125. Geburtstag von Hertha BSC. Alles Gute. Der Familie. Hallo Hertha-Fans, falls es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Das ist Berlin, das ist Hertha. Das ist Berlin, das ist Hertha. Das ist Berlin, das ist Hertha.